Ihr seht, der Charlie, wie gesagt, der ist jetzt den vierten Tag hier, also letzten Donnerstag kam er, heute ist Dienstag, ja, vierter Tag, den er eigentlich hier verbringt. Und ich finde, der Charlie hat große Fortschritte gemacht. Ja, beim Anleihen, da ist er noch ein bisschen vorsichtig, da knurrt er manchmal noch so ein bisschen, aber auch das funktioniert jetzt einwandfrei. Und ihr seht ja, man kann ihn anfassen, man kann ihm Essen geben und er nimmt ganz vorsichtig aus der Hand. Also alles gut mit dem Charlie und ich denke, das wird sich auch in die Richtung weiterentwickeln. Aber morgen kommt die erste Bewährungsprobe für Charlie, denn morgen kommt Frau Dr. Sommer und wird sich den Charlie anschauen wegen seiner Hauterkrankung. Und sie sagte schon, ja, der Hund ist nicht akut krank, dass er jetzt umfällt morgen. Also lassen Sie ihn erstmal zu sich kommen und dann schauen wir uns seine Hautgeschichte an, was er hat. Und ja, dieser Tag ist dann morgen. Und dann drückt mir mal wirklich die Daumen, dass der Charlie morgen auch artig ist, Frau Dr. Sommer. Denn sonst wird es mit ihm natürlich ein bisschen schwierig. Und wir werden ihm zwar einen Maulkorb ummachen, auf jeden Fall, aber wir wollen natürlich versuchen, das Tier so wenig wie möglich zu stressen. Rechter Ellbogen, der hier vor allen Dingen vorne wehtut. Mhm. Und links ist Schmerz hier aber auch. Und hinten hat sie das Problem, das hatte ich letztes Mal schon ein bisschen gesehen, dass sie hinten so ein bisschen wie so einen unstabilen Gang hat. Ja, ja. Aber das, denke ich, liegt eher daran, dass diese Endlaufbahn der Nerven so eng sind und dass sie dadurch so ein bisschen neurologische Symptome hat. Da müsste man, um weitere Diagnostik zu machen, müsste man dann MRT oder CT machen, sonst kommt man da nicht weiter. Für vorne würde ich ehrlich gesagt auch hier das Librella spritzen. Das habe ich aber, glaube ich, heute nicht dabei. Aber wir geben mir auf jeden Fall schon mal Schmerzen. Ja, okay. Wir beginnen in der ersten Woche mit den 40 Milligramm und dann machen wir weiter mit den 20 Milligramm. Okay. Ja, und dann spritzen wir noch die Librella und dann gucken wir mal, ob es ohne Schmerzen geht. Ja? Super. Aber mal. Und da bringen wir das erstmal wieder rein. Charlie hat offensichtlich wirklich in den Zwinger gelebt oder sowas, denn A, er denkt immer, man schlägt ihn oder so auf den Kopf, da hat er Angst vor, und Punkt 2 ist, er ist also nicht stubenrein. Das heißt also, er macht sein großes Geschäft hauptsächlich drin. Draußen hat er sich noch ein bisschen was aufgehoben, sag ich mal, von dem
Von seiner Pinkel hat er sich ein bisschen aufgehoben, um draußen ein bisschen zu markieren, aber auch das erledigt da drin. Obwohl wir also oft genug mit ihm spazieren gehen. Also das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Hund vorher wahrscheinlich in einem Zwinger gelebt hat oder sonst was. Mehr weiß ich von seiner Geschichte bisher nicht. Und ja, wollen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob wir das irgendwann hinkriegen, dass er auch dann draußen macht und nicht jedes Mal die ganze Wohnung, die ganze Hundewohnung da verwüstet. Also was wir gerne machen können, ist, wir können ja mal einen Tupfer nehmen und gucken, was da drin ist, weil ich glaube nicht, dass das, wenn dann Hefepilze sind, weil das ist überhaupt nicht dreckig so. Hefepilz ist ja typisch, dieser dunkle, schwarze Sekret, was da drin ist, das hat sie überhaupt nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Ohrmilbe hat. Aber wir haben so oft Stronghold drauf gemacht. Haben sie gemacht. Okay. Also wir können es gerne nochmal versuchen, wenn sie, ich meine, es ist ja eine bessere, eine einfachere Behandlung, wenn es nur Ohrmilben wären, als wenn wir da dieses andere, was nekrotisch nachher, ne, eventuell das Ohr ein bisschen, wegen den Malazetien. Nee, also was wir machen können, ist, wir könnten einmal ein Ohrtupfer nehmen und gucken, was für Keime da drin sind. Okay. Ja? Sehen Sie das gleich? Nee, ich könnte hier gleich auch das Rosuren ja reinmachen. In beide Ohren, aber ich weiß halt nicht, ob es nötig ist. Ich würde es reinmachen. Also, du hast alles versucht. Es gab Laborbefunde, dass das Malazetien wären. Aber es sieht überhaupt nicht nach Hefepilzen aus. Es war nur so, irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass da so kleine, runde Sachen vielleicht noch drin sind. Wirklich ist gut. Und das ist manchmal beim Milben so. Ich habe jetzt nichts krabbeln sehen. Ja? Okay. Das könnte man sich auch unter dem Mikroskop anschauen, aber wenn sie es stronger drauf machen, ist die Wahrscheinlichkeit gegen null, dass es Ohrmilben sind. Weil die tötet es ab. Sie sehen, was ich da gerade mache? Ja. Das wiederholen Sie bitte in einer Woche, ja? Okay. Ganz tief rein. Ja. Und dann das Ohr so ein bisschen massieren. Oi. Und bitte danach nichts reinmachen in die Ohren, ja? Ist klar. Auch nicht mehr keine Säubern, Reinigung, gar nicht. Keine Säubern. Pippi! Alles okay, Pippi? Pippi. Alles okay? Nein, Pippi. Pippi, nein. Komm mal. Alles stimmt. Was ist denn, hat manchmal Schleim aus der Nase, ja. Und das ist eisig, oder wie? Ich weiß es nicht, ja, klingt sehr schlecht. Ist das jetzt? Mhm. Das haben die Bordodomien ja fast alle, aber der hat das immer. Also ich kann da ja auch nicht besonders weit in die Nase reinschauen, selbst wenn er mich das machen lässt, komme ich da vielleicht mal so weit rein, nee, ne? Mehr sehe ich ja nicht. Ja, aber sonst meinst du, dass er damit leben kann, dann muss man den ja nicht ordentlich schützen. Also er hat einen ordentlichen Stilo. Ich kann mir vorstellen, dass er einen Polyp da drin hat. Ja? Mhm. Ich würde einfach mal abwarten, ob das irgendwie jetzt vermehrt wächst oder ob das Sekret sich verändert. Mhm. Ja? Das ist schon eher durchsichtig, was da rauskommt. Oder ja, manchmal so gelblich auch ein bisschen, aber auch, ja? Ja, manchmal ja, manchmal nein. Ja. Okay. Also wenn das ist es nur heute bei extrem wenig, muss ich sagen. Also ja. Normalerweise ist es schlimmer. Ja. Wenn er dann so ausatmet, kommt richtig ein Sekret raus. Also wenn es mal richtig gelbes Sekret ist, eitiges, kann man natürlich in antibiotisch abdecken. Ja? Weil dann spricht es für bakteriellen Infekt. Ja? Aber wenn da jetzt nicht gelb ist, würde ich das auch nicht machen, weil das, glaube ich, machen wir damit keinen Knall. Ja, liebe Leute, wir sind hier in unserem neuen Hundehaus
Und möchten erstmal allen nochmal recht herzlich danken, die es möglich gemacht haben, dass das überhaupt steht. Ja, viele Leute haben sich an den Kosten beteiligt für die Steine, für die Dachpappe, für das Holz, für das Dach, für die Fenster. Ja, für alles, was man hierfür gebraucht hat. Ja, bis jetzt. Diese Mundschleimhautgeschwüre. Nee, das ist überhaupt nicht das Problem. Das hat die gar nicht schlimm. Ach ja, so. Entschuldigung, ich sage immer sie. Ich weiß, aber Zahnstein massiv. Die hat massiv Zahnstein und vor allen Dingen haben wir vielleicht auf der anderen Seite einen Zahn, der auch raus muss. Okay. Was wir aber nicht heute machen. Okay. Wie gesagt, meine Idee ist so ein bisschen, dass ich meinen Zahnspezialisten an diesem besagten Freitag herbringen würde. Ja. Und dass wir dann einmal alle, die es brauchen, da durchmachen. Na du? Ja. Ja, das war der Ohrenpatient. Ja. Der Sammy. Also Entzündung ist total schön zurückgegangen. In der Tiefe hat er noch so einen braunen Tropf. Ja. Das würde ich dann erst probieren wegzubekommen mit Reinigung, wenn das zweite Mal vorbei ist. Also nach einer genau. Woche. Wir haben jetzt hier erstmal den Rohbau stehen. Das ist schon mal ganz toll. Morgen kommen noch die Türen hier rein, die Außentüren. Dann ist das ganze Ding erstmal ringsrum zu. Dann fehlen natürlich noch die Innentüren und so weiter, die Heizungsanlage, alles fehlt noch. Ja, und wie gesagt, alles, was jetzt hier steht, haben wir von euch bekommen. Und mit den Lieferungen heute, also dieser Türen, der drei Fenster, die noch gekommen sind, haben wir alles Geld, was wir dafür bekommen hatten, hier für den Bau ausgegeben. Rohbauphase abgeschlossen, jetzt geht es um den Innenausbau. Und da möchten wir euch ganz herzlich bitten, dass ihr die Tiere noch unterstützen könnt, damit wir diese Räume fertig bekommen und dann die Hunde hier einziehen lassen können. Jetzt dürfen Sie schon so streiten, oh, ja? Oh ja, so in der Katze mal. Ja. Komm her, Charlie. Charlie. Die Frage ist, wollen wir, wenn man, ob, erkennen Sie schon von Weitem, was es überhaupt sein könnte? Natürlich kann es sein, dass der jetzt Milben hat, ja? Aber dafür hätte er jetzt nicht schon das Stronghold. Natürlich dauert es ein paar Tage, bis es dann wirklich wirkt. Ja? Also wir müssen da Step by Step aufschließen, was es ist. Ja? Also ich hätte jetzt auch als allererstes gedacht, wie der ausschaut, schaut er total nach Freude aus. Ja? Das ist dann Freude. Ja, das ist halt ja, aber dann, die heißen Freude. Aber Frau Dr. Sommer, Stromholz würde doch dann auch irgendein Ergebnis auf jeden Fall, also eine Verbesserung genau, zeigen. Genau. Da wollen wir das dann nicht lieber so machen, Gary, dass wir dann einfach ihn erstmal weiter beobachten. Er muss sowieso in Zukunft dann kastriert werden. Das würde ich bei dem definitiv machen. Also die Frage ist, ob man den vorzieht und ob man den nicht vorkastriert. Dann kastrieren wir den, ja? Dann könnten wir sozusagen, wenn wir den in Narkose haben, könnten wir natürlich Trautgeschabte nehmen. Wir könnten und da eine Diagnostik fahren lassen. Das Einzige, was dagegen sprechen würde, ist, wenn er wirklich Sarkoptes also Milben hat, ja, dann würde man natürlich Geld ausgeben, ohne dass es Sinn macht, weil es würde auch mit dem Spot-on weggehen. Genau. Ja. Ja gut, aber besser ist es zu wissen, was er wirklich hat. Also, dann gut, ja. Also das wäre sozusagen, das müssen Sie entscheiden. Wir können warten, ob das Milben was bringt, das Stronghold was bringt, dann ist es wahrscheinlich eine Reudemilben, also Sarkoptes Milben. Ja? Mhm. Oder aber er juckt sich weiter genauso wie vorher, dann müssen wir halt eine große Allergiediagnostik machen. Genau. Ja, das heißt, man müsste dann einmal Blut nehmen, gucken, ob er gegen irgendein Umweltallergen empfindlich ist. Dann müsste man natürlich eine Eliminationsdiät bei ihm machen, dass man ihm nur ein Protein zu fressen gibt. Es gibt ja viele, die wollen halt nicht für laufende Kosten spenden oder sowas, ja, oder Futter oder irgendwas, sondern so für ein bleibendes Projekt. Das wär's. Ja, hier brauchen wir wirklich dringend eure Unterstützung, denn ihr wisst, Baumaterialien sind unheimlich im Preis gestiegen. Wir kriegen das sonst niemals fertig. Ja, aber ihr seht, es ist was geworden, das ganze Ding steht. Wir können ja auch mal weitergehen in die nächsten Räume. Hier haben wir noch den nächsten Raum. Da vorne, den haben wir ja noch gar nicht hier. Wie gesagt, hier kommt überall Fußbodenentwässerung rein, Fliesen, alles. Dann bekommen die Tiere da draußen halt ihr Auslaufgehege, was dann noch eingezäunt werden muss und so weiter. Also hier ist noch viel, viel Arbeit und viel, viel Hilfe wird noch benötigt. Deshalb
wer vielleicht über eine Weihnachtsspende nachdenkt, für was Bleibendes und nicht nur für laufende Kosten oder sowas, der ist hier recht herzlich eingeladen, uns hier bei der Fertigstellung dieser Hundehäuser hier zu unterstützen. Also im Grunde genommen wäre es ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn der auch was gegen Zeck und Flöhe hätte, weil ihm ist jetzt wieder hier im Gras etc. Das heißt, überleben müsste man dem noch einen Wilbemax und auch den drüber weg, wo das nicht gibt. Ja, dass wir da einfach 100% sicher sein können, es sind keine echten Parasiten. Ja, dann haben sie jetzt hier die Zweierpackung. Und dann können Sie immer noch überlegen, ob wir nächste Woche die kastrieren und Hautdiagnostik machen. Oder ob wir nächste Woche den anderen kastrieren. Ja gut, ich meine, wie gesagt, es ist halt so, bei Haut ist es immer super kompliziert. Ja? Haut kann immer alles sein. Ja? Das Erste, was man immer ausschließen muss, ist, sind es Parasiten oder sind es keine Parasiten. Genau. Ja? Genau. Ich meine, das Ärgerlichste, was wir immer hatten, ist, wir haben die Patientenbesitzer gesagt, dass es Parasiten sein könnten und haben ihnen das Bravecto gegeben und die haben das Bravecto einfach nicht gegeben. Wir dachten, der Hund hat das und haben das sozusagen das ist eine Katastrophe. Ja? Dann hatten wir das nicht mehr in unserer Differentialdiagnose. Ja. Wir haben alles Mögliche gemacht und am Ende waren es dann doch zerkopftes Milben. Ja? Das ist super ärgerlich. Ja. Nee, aber wenn wir sagen, wir machen das, auch ihre Tabletten. Nein, das glaube ich in 100%. Ich meine nur, ich will damit nur sagen, man kann da so viel Geld ausgeben und so viel Müll bestimmen, was dann gar nicht relevant ist, weil Haut einfach so kompliziert ist. Ja? Also das heißt, das Erste, was man ausschließen muss, ist Ektoparasit. Genau. Und wenn man das ausgeschlossen hat, dann muss man überlegen, ist es eine Umweltallergie, ist es eine Futtermittelallergie, ist es eine Flohbissallergie, das kann alles Mögliche noch sein. Die Augen waren ja auch betroffen, das eine hat ja getränt, da sehen Sie nur noch, dass es, das hat zum Beispiel jetzt schon aufgehört. Ja, ja, das war hier. Ja, Gary, ist gut, ist auch gut auf Garys Seite. Ja. Da sehen Sie, das ist jetzt eine trockene Spur, aber das war die... Aber das ist nicht vereitert, oder? Nee, war nur so ein... Also, dass es gelaufen ist, das spricht eigentlich auch für die Milben, die sich ja dann hier um das Auge setzen. Gary, du kannst ihn jetzt eigentlich wieder wegbringen. Nur eine Sache noch, was ich gerne machen würde, ist, um es ihm ein bisschen zu erleichtern. Ja? Es gibt etwas, das heißt Apoquel, wenn Sie das schon kennen. Das Apoquel, das wirkt so, dass es die Allergiekaskade hemmt. Also die Allergie passiert ja an verschiedenen Stücken im Körper. Und wenn man das Apoquel gibt, wird es zu einem gewissen Punkt gestoppt. Und es gibt keinen Juckreiz mehr. Das heißt, das würde ich ihm ganz gerne zugutekommen lassen, damit er sich nicht mehr so machen wir das. Ja? Das ist natürlich jetzt keine spezifische Therapie, aber es ist unspezifisch, dass einfach der Juckreiz weggenommen wird. Cortison würde ich ihm nicht so gerne geben, das würde auch den Juckreiz hemmen. Aber wenn er jetzt doch wirklich Parasiten hat, dann ist es eher, hilft das eher nicht. Und vor allen Dingen hilft uns das nicht, eine Diagnostik zu machen, wenn wir es noch machen müssen. Das Apoquel hilft uns, können wir trotzdem weiter Diagnostik machen. Tablette. Es gibt es gleich auch als Spritze, das ist das Cytopoint, aber da müssen wir wieder an ihn ran. Ja, nee, dann machen wir eine Tablette, wunderbar.